Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass Sie alle hier sind, so zahlreich, trotz des schönen Wetters. Und es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen zur diesjährigen Veranstaltungsreihe der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Eva Maurer, ich leite die Bibliothek und ich möchte ausnahmsweise, bevor wir ins Thema der Reihe starten und in den Abend, ganz kurz einige Worte in unserer eigenen Bibliothekssache sagen. Wir werden nämlich nächstes Jahr, 2019, einen runden Geburtstag, nämlich 60-jähriges Jubiläum feiern. Und das werden wir mit einer kleinen Ausstellung in der Bibliothek Münstergasse würdigen. Hier ist das Cover dieser Karte, die ich hier auch habe. Und alle Informationen eigentlich zur Ausstellung und zur Vernissage und zu den Führungen, die stattfinden werden, finden Sie auf dieser Karte. Nehmen Sie also eine mit. Wir würden uns freuen, Sie zu sehen. Wer unseren Newsletter abonniert hat, kriegt dann auch in den nächsten 5 Tagen oder so von uns noch Post. Und wer das noch nicht getan hat, den würde ich natürlich ermutigen, das zu tun. Wir werden Sie nicht bombardieren, aber gelegentlich so 3, 4, 5 Mal im Jahr mit Neuigkeiten aus der Bibliothek informieren. Ja, das war es eigentlich schon und jetzt gehen wir ins Thema. Jetzt gehen wir nicht 60 Jahre zurück, sondern eben 100 Jahre in die Wende vom Jahr 1918 zu 1919. Es ist ein Zeitpunkt, der so für unsere nächsten 6 Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe der Ausgangspunkt sein wird. Das ist das Jahr, das unbestritten klar eine Epochengrenze markiert und oft eigentlich so ein bisschen zum Beginn des kurzen 20. Jahrhunderts erklärt wird. In den letzten Jahren sind ja der Verlauf und die Folgen des Ersten Weltkriegs gerade im östlichen und südöstlichen Europa stärker in den Fokus der Forschung gerückt. Und wer sich für diesen Zeithorizont eben vor allem des Krieges und der kriegsdirekten Kriegsauswirkungen interessiert, dem würde ich die Podcasts unserer Reihe von 2014 ans Herz legen, wo wir einige Aspekte schon aufgeschaut haben. Jetzt aber eben schauen wir nach 1918, wo es einen Neuanfang gibt. Und wenn wir den Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir, dass gerade im Südosten und in Ostmitteleuropa es eigentlich nach 1918 zu den größten territorialen Veränderungen im Gefolge des Ersten Weltkrieges kam. Also hier entstanden eine Vielzahl neuer Staaten, die es zum großen Teil bis dahin noch gar nicht gegeben hatte. Denken wir an die Tschechoslowakei, die 3 baltischen Staaten, das Königreich Jugoslawien beispielsweise. In anderen Staaten gab es zwar unter dem gleichen Namen wiederum ein Territorium, aber Grenzen und Umfang und Bevölkerung unterschieden sich, wenn wir jetzt mal das Jahr 1920 nehmen, deutlich von früheren Staaten gleichen Namens. Also wie eine Art neue Version quasi, denken wir an Ungarn oder Rumänien, aber auch Polen. Es gibt also die Staaten haben sich zum Teil auf der Landkarte verschoben, ausgedehnt oder sind geschrumpft. Und damit verbunden ist natürlich auch ein zentraler Problemkomplex, der viele dieser Staaten in den Jahren, die jetzt kommen, beschäftigen werden, nämlich diese Spannung zwischen den eigentlich nationalstaatlichen Idealen, die hinter vielen Staatsgründungen stehen, und den demografischen Realitäten im östlichen und südöstlichen Europa, wo eine Vielfalt eben sprachlich, religiös unterschiedlicher Gruppen in gar nicht klar abgegrenzten Siedlungsgebieten lebt. Die Minderheiten habe ich jetzt aufgegriffen, weil sie, finde ich, stellvertretend für eine viel weitere Frage stehen, nämlich wer in diesen neuen Staaten eigentlich in welchem Umfang beteiligt sein soll am politischen Leben, am sozialen Leben, am kulturellen Leben und am wirtschaftlichen Leben. Und wie dieses Leben dann eben aussehen soll in diesen neuen Staaten. Und dann kommt eben die Frage ins Spiel, was bedeutet Fortschritt, Modernisierung und Modernität? Was heißt modern? Welche Modernisierung wollte man verfolgen? Es ist klar, wir haben neue Regierungen, die irgendwo ein schweres Erbe des Ersten Weltkriegs antreten müssen. Also auch viel Zerstörung von Ressourcen, die neue Strukturen aufbauen müssen, die sich von ihren Vorgängern distanzieren müssen. Und gleichzeitig, das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn wir uns hier auf Ostmittel- und Südosteuropa konzentrieren, ist im Hintergrund natürlich immer die Folie dieser neuen Modernisierung der Sowjetunion, der jungen Sowjetunion am Ostrand, die jetzt, wo alles noch im Werden ist, wo eine eigene Spielart der Modernisierung entwickelt wird, die so oder so im Hintergrund präsent ist, ob als Abgrenzungsfolie oder eben als Ideal auch immer noch für viele. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, wir haben das diesjährige Motiv der Karte
sind Molkerei-Mitarbeiterinnen aus einer Genossenschaftsmolkerei in Pilsen in der Tschechoslowakei. Vermutlich aus den 20er Jahren ist dieses Motiv. Diese Damen schauen hier etwas halb skeptisch, halb auch fröhlich optimistisch, finde ich, in dieser vermutlich eher ungewohnte Kamera und vielleicht auch in die Zukunft. Wirtschaftlich ist die Zwischenkriegszeit jetzt geprägt in vielen Ländern von unterschiedlich intensiver, aber doch überall präsenter eigentlich Technisierung, Modernisierung, Industrialisierung, die vielerorts eine sehr traditionell landländisch, landwirtschaftlich geprägte Wirtschaftsstruktur verändert, nachhaltig verändert. Und damit verändern sich auch die Sozialstrukturen. Eben 30 Jahre später wird diese Molkerei sicher schon sehr anders aussehen. Am Beispiel der Frauen zeigt sich aber auch der grundlegende, nicht nur wirtschaftliche, sondern tiefgreifendere soziale und politische Wandel. Eben die stärkere Beteiligung an der außerhäuslichen Erwerbsarbeit ist sicher ein Aspekt, aber natürlich auch die politische Teilhabe. Wir haben 1918 neue Staaten, die entstehen, die ja zum großen Teil parlamentarische Republiken sind oder konstitutionelle Monarchien. Und ihre neuen Bewohner sind eben nicht Untertanen, sondern Staatsbürger und auch Staatsbürgerinnen. Zwischen 1917 und 1920 haben Frauen in Polen, in der Tschechoslowakei, in den baltischen Staaten und teilweise in Ungarn das Wahlrecht erhalten. In den südosteuropäischen Staaten findet es dann ein bisschen später statt, aber auch dort entwickelt sich einiges in der Zwischenkriegszeit. Das sind eben ganz grob, bin ich jetzt sehr rumgesprungen, einige Themen, glaube ich, die miteinander verflochten sind, Themenbereiche, auf die wir, glaube ich, in vielen Vorträgen dieser Reihe immer wieder zu sprechen können. Und ich freue mich darauf, eben, dass wir dieses Jahr wirklich auch viele Länder haben, die sonst vielleicht ein bisschen weniger im Fokus stehen. Und glaube ich, wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mein herzlicher Dank übrigens hier an meine Kollegen Jan Dütor, der das Programm der Reihe mitgestaltet hat, und Nina Seiler, die den Melkerinnen zu einem gloriosen Auftritt verholfen hat und unsere Werbung gestaltet hat. Jetzt möchte ich Ihnen aber unsere Referentin vorstellen, um die deretwegen Sie ja hier sind und die uns, glaube ich, gerade gut in diese Thematik einführen wird. Ja, Frau Professor Dr. Nathalie Stegmann hat in Frankfurt, Posen und Mainz studiert, osteuropäische Geschichte, mittlere Neue Geschichte und Soziologie, in Tübingen promoviert mit einer Dissertation, die hier auch vorlegt, die ich Ihnen gerne rumgeben kann, die Töchter der geschlagenen Helden, Frauenfrage, Feminismus und Frauenbewegung in Polen. Das ist 2000 bei Harasowitz erschienen. Sie hat gearbeitet an verschiedenen beruflichen Stationen im Hochschulbereich, an der Uni Frankfurt am Main, an der TU Berlin, dann in Tübingen und ist seit 2009 an der Universität Regensburg auch als wissenschaftliche Koordinatorin für die Osteuropa-Forschung. Ihre Habilitation ist 2010 erschienen in München bei Oldenburg und heißt Kriegsdeutungen, Staatsgründungen, Sozialpolitik, der Helden- und Opferdiskurs in der Tschechoslowakei 1918 bis 1948. Auch das habe ich dabei. Fange ich mal hier an. Und ein Band, der mir auch sehr am Herzen liegt, den ich sehr spannend finde, ist das Buch, ein Sammelband, den sie mit herausgegeben hat, Staatsbürgerschaft und Teilhabe, bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Europa, der wirklich ein Thema aufnimmt, wozu es bislang wenig Forschung gab. Ja, zurzeit forscht Frau Stegmann auch zur International Labour Organization und zu ihren Connections, sage ich jetzt mal, ihren Verbindungen zur polnischen Regierung der Zwischenkriegszeit. Sie sehen also, sie kann dieses Thema aus ganz verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und damit gebe ich Ihnen gerne jetzt das Wort. Ja, herzlichen Dank. Nicht Sie sind meinetwegen hier, ich bin Ihretwegen hier. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Was ich Ihnen heute präsentiere, dreht sich im Großen und Ganzen um das Frauenstimmrecht. Das Frauenstimmrecht als ein Phänomen, das eben einerseits auf Partizipation zielt, wobei Partizipation, wie Frau Maurer ja auch schon angedeutet hat,
eben auch gedacht wird im Zusammenhang mit anderen Partizipationsbestrebungen. Also im Prinzip kennt das 19. Jahrhundert verschiedene Emanzipationsbewegungen, die der Juden, die der Frauen und die der Arbeiter. Es geht immer darum, um die Teilhabe am Staatswesen. Das ist verbunden mit eben einer zunehmenden Verstaatlichung, einer zunehmenden Demokratisierung, mit Verfassungsstaatlichkeit, mit Parteiengründung und so weiter. Dieser Vorgang setzt im Prinzip ein und den entsprechenden Kämpfen eben um diese Partizipation, ja, die verkörpert werden durch soziale Bewegungen, die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung und andere. Man fasst es dann auch eben in dieser Rhetorik der sozialen Frage, der Frauenfrage und der Judenfrage beispielsweise, die eben nichts anderes meint im Kontext des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als eben auch die staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden. Das Frauenstimmrecht wird dem Ideal nach also diskutiert im Zusammenhang mit diesen anderen Gleichberechtigungsbestrebungen. Die Frage ist immer, soll es, also es gibt ja dann unterschiedliche Varianten des Stimmrechts, das Klassenstimmrecht, das Zensusstimmrecht und so weiter. Also nicht immer ein gleiches Stimmrecht für alle, sondern das kann abhängig gemacht werden davon, wie viel Steuern jemand zahlt, wie viel Bildung er hat und so weiter. Und wenn dieses sozusagen gestaffelte oder hierarchisierte Stimmrecht für Männer gilt, sollen dann die Frauenbewegungen innerhalb dieses gestaffelten Stimmrechts für die Partizipation von Frauen streiten oder nicht? Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt bei den Frauenbewegungen. Oder sollte man sich das Frauenstimmrecht vorstellen, als eines, das eben nur im Zusammenhang mit der kompletten Gleichheit aller Bürger zu denken sei. Ja? Das heißt, was sozusagen als das Ideal im Raume steht, wenn alle gleichberechtigt sind, ist das, was man das allgemeine Stimmrecht ohne Unterschied des Geschlechts nennt. Ja? Das, was wir eben heute eigentlich in der Regel gewohnt sind auszuüben. Das heißt, jeder hat eine Stimme und nicht einer hat drei und der andere hat eine etwa. Ja? Wie das im Zensusstimmrecht der Fall ist. So. Was jetzt dieses Frauenstimmrecht in Osteuropa interessant macht, ist, dass es verhältnismäßig früh eingeführt wird und dass es eben zu dem Zeitpunkt eingeführt wird, mit dem wir uns hier beschäftigen, nämlich vor 100 Jahren mit den Gründungen der neuen Staaten in Ostmitteleuropa. Und das passiert eben nicht zufällig. Ja? Auf der einen Seite gibt es eine Geschichte der Kämpfe um dieses Frauenstimmrecht, die ins späte 19. Jahrhundert und vor allen Dingen ins frühe 20. zurückführen. Aber auf der anderen Seite ist eben in der Region, die uns interessiert, dieses Stimmrecht gewissermaßen immer auch als ein nationales Recht, also als eines, das eben im Zusammenhang nicht nur mit der Befreiung der Arbeiterklasse, nicht nur mit der Befreiung der Juden und der Frauen, sondern auch mit der nationalen Befreiung gedacht wird. Ja? Das heißt, die Unterdrücker, ja? Die Unterdrücker der Frauen und die Unterdrücker der Nation, das sind eben diejenigen, die die Fremdherrschaft ausüben. Und, und besonders eben im Nachhinein, nachdem diese neuen Staaten gegründet worden sind, hat man sehr viel Wert auf diese Art von Traditionspflege gelegt und ein bisschen auch nicht unbedingt extra betont, dass man ja vorher durchaus auch zusammengearbeitet hatte, etwa im Rahmen der Habsburger Monarchie, mit den Frauenbewegungen, also dass etwa die Tschechien durchaus Kontakte hatten, natürlich mit den Österreicherinnen und so weiter. Das ist so das breite Panorama, was ich hier aufzeigen möchte. Auf der einen Seite habe ich eben vor langer Zeit, 2000 erschien, dieses Buch geschrieben und dann halte ich eben, seitdem ich in Regensburg bin, ab und zu mal eine Vorlesung über Frauenstimmrecht und soziale Gleichheit, ein europäischer Vergleich. Und daraus ist jetzt eigentlich dieser kurze Vortrag erwachsen. Wenn Sie was nicht verstehen oder wenn Sie was besonders interessiert, dann sagen Sie es ruhig zwischendrin. Ja? Und ich hätte jetzt eine Dreiviertelstunde oder Dreiviertelstunde ist gut. Okay, gut. Also soweit
Okay? Gut. Also, was ich machen werde, ist, dass ich Ihnen zuerst darlege, was es mit dieser Bürgerwerdung der Frau in einem unabhängigen polnischen Vereinigten Staat zu tun hat. Wo kommt eigentlich dieser Slogan her? Und was sagt er uns einführend? Dann geht es darum, eben diese Erlangung des Frauenstimmrechts in Polen und der Tschechoslowakei zu diesem Zeitpunkt vor 100 Jahren mit der Staatsgründung einzuordnen in einen größeren europäischen Kontext. Es gibt nämlich eine, wie ich finde, ziemlich überzeugende Theorie darüber, über den Zusammenhang von sozialer Gleichheit und politischer Partizipation von Frauen. Also das, was eben das Erstaunliche ist, ist, dass man ja immer so ein bisschen es dieses Vorurteil gibt oder das eben auch lange die Forschung geprägt hat, gerade die sozialhistorische Forschung zu Osteuropa, diese Idee der Rückständigkeit Osteuropas. Ja, also Osteuropa ist weniger modernisiert, muss aufholen und so weiter. Wenn man sich aber Frauenrechte betrachtet, dann wird eben diese Idee sehr stark gebrochen. Denn was man feststellt, ist, dass die ausgeprägten bürgerlichen Nationalstaaten das Frauenstimmrecht sehr spät einführen. Ja, also das Frankreich, ja, mit seiner Tradition von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, führt das Frauenstimmrecht 1944 ein. Und vielleicht ist es gar kein Zufall, dass Frau Maurer sich gerade hier in der Schweiz für dieses Thema besonders interessiert. Ja, es ist eine, es ist ja schon, man fragt sich, wie das zusammengehen konnte, dass auf der einen Seite die ersten Studentinnen, die Osteuropäerinnen, ja, an den Schweizer Universitäten studiert haben, ja, und dass es gleichzeitig eben so lange dauern konnte, bis 1971, bis auf der Zentralstaat, gibt es ja hier nicht, aber auf der staatlichen Ebene das Stimmrecht eingeführt wurde in einigen, für Frauen in einigen Kantonen später. Und jetzt wissen Sie natürlich auch sofort, dass es was damit zu tun hat mit der mit den Besonderheiten der schweizerischen Demokratie. Und das ist eben das, worauf dieses Thema dann auch weist und weswegen ich finde, dass man daran eigentlich ganz schön so ein paar Sachen exemplarisch aufzeigen kann. Ja, das werde ich dann aufzeigen, dieses Modell. Und dann darauf eingehen, auf verschiedene Logiken sozusagen, die diese des Frauenstimmrechts hinterlegen, nämlich einerseits das Frauenstimmrecht in der Logik der Frauenbewegung, also als das Resultat einer Emanzipationsbewegung, dann auch das Frauenstimmrecht und das allgemeine Stimmrecht, was eben auf diesen Zusammenhang von Frauenemanzipation und sozialer Gleichheit hinweist und auch das Frauenstimmrecht in der Logik der nationalen Bewegung. Also und dann nochmal darauf zurückkommen, in welchem Zusammenhang Staatsgründung, Modernisierung und Stimmrecht stehen. Da es eine Einführungsveranstaltung ist, dachte ich, Sie haben das ja eben auch schon mal erwähnt, ja, mit diesen großen territorialen Veränderungen in der Region, dachte ich, ich zeige hier halt einfach die Karte nochmal. In dem Zusammenhang kann man eigentlich auch wirklich dieses Teil hier gut benutzen. Gut, also wie Sie sehen, haben Sie eben hier diese Imperien oder Großreiche, die seit dem Wiener Kongress 1815 fixiert sind und also die Stabilität dieser restaurativen Ordnung aus dem Wiener Kongress bleibt halt eigentlich über 100 Jahre erhalten. Ein Resultat davon ist eben die sehr lange anhaltende Teilung des polnischen Staates zwischen, also hier haben Sie das Königreich Polen, ja, das aber inkorporiert ist zum Zarenreich, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn mit Galizien. Und die andere Region, mit der ich mich jetzt eben hier befasse, wäre die Tschechoslowakei, also das heißt inkorporiert in Österreich-Ungarn oder beziehungsweise hervorgegangen aus Österreich-Ungarn, Böhmen, Mähren und Teile von Schlesien, als das, was heute die Tschechische Republik ist, aus dem ungarischen Teil eben die Slowakei, bilden zusammen die Tschechoslowakei. Ja, und
Was eben interessant ist, also Sie haben eben die Kriegseinwirkungen erwähnt. Das ist der eine Faktor, der natürlich diesen Moment prägt. Der andere Faktor, der in diesem Moment eben in den Hintergrund tritt, aber doch auch wichtig ist, gerade wenn es um Modernisierungsimpulse geht, ist, dass diese Nachfolgestaaten, ja, die Institutionen der Vorgängerstaaten in einer gewissen Art und Weise erben. Ja? Das heißt, also gerade jetzt im polnischen Kontext, Polen ist am Ende des 18. Jahrhunderts geteilt worden, aber natürlich ist es so, dass alle möglichen Entwicklungen, Industrialisierung, Urbanisierung, ja, die eben das 19. Jahrhundert prägen, hier auch stattgefunden haben. Auch so etwas wie Verfassungsstaatlichkeit, soziale Bewegung und so weiter werden eben sozusagen nicht, das hört nicht 1914 oder 18 auf und dann wird es neu gegründet, sondern das wird eben mitgenommen aus den Vorgängerstaaten. Das ist ein Faktum, das eben in den nationalen Rhetoriken gerne unterschlagen wird, also gerade in den Nationsgründungsmythologien quasi, das aber doch heute auch für immer wichtiger erachtet wird. Und das betrifft eben auch ganz handfeste Dinge, wenn Sie sich für, also eben die Sozialgeschichte angesprochen haben, wie zum Beispiel die Infrastruktur, ja, den Beginn des Eisenbahnwesens oder die Frage, wo eben industrielle Zentren gegründet und unterstützt wurden, wie zum Beispiel die Textilindustrie in Łódź. Ja? Gut. Das nur, damit Sie sozusagen wissen, wo wir uns bewegen. Dieser Slogan, den ich hier gewählt habe, als Eingangsslogan, das ist ein Slogan, der auf einem, also ich hatte irgendwo noch was dazu notiert, deswegen war ich gerade so. Geht auch ohne. Komisch. Gut, also ein Slogan der 1917 gab es eine allgemeinpolnische Frauenversammlung in Warschau, die eben unter diesem Motto stand: Bürgerwerdung eines unabhängigen polnischen Staates. Bürgerwerdung der Frau. Die Bürgerwerdung der Frau in einem unabhängigen polnischen Vereinigten Staat. Also, meinen Sie, dann finde ich mich besser zurecht. Gut. Sie beriefen eben damals ein Aktionskomitee ein, das auf die Durchsetzung des Stimmrechts in dem zu gründenden polnischen Staate hinwirken sollte. Und dieser Slogan passt eigentlich ganz gut zusammen, in welchen verschiedenen Zusammenhängen das Frauenstimmrecht zu der fraglichen Zeit steht. Ja? Nämlich dieses, also auf Polnisch heißt das Ubiwatelnienie, also Obywatel ist der Bürger, ja, die Bürgerwerdung der Frau. Diese Idee der Bürgerwerdung geht eben zurück einerseits auf das Konzept der Staatsbürgerschaft, das heißt eben einer modernen Staatlichkeit, in der Männer und Frauen Rechte ausübten. Staatsbürgerschaft als ein Status, also von der Staatsbürgerschaft ist ja bis heute auch eben das Stimmrecht abhängig und auch zum Beispiel soziale Rechte. Die Idee eben der Gleichberechtigung von Frauen im Zuge dieser staatsbürgerlichen, der Ausübung dieser staatsbürgerlichen Rechte und eben die Idee der Emanzipation der Frauen und aber auch unterschiedlicher sozialer und nationaler Gruppen aus den tradierten Abhängigkeitsverhältnissen des 19. Jahrhunderts und früher. Die Bürgerwerdung der Frauen in einem unabhängigen polnischen Staate, also in einem unabhängigen, spricht eben an auf den Kontext der Nationalbewegung. Die Nationalbewegung, die nicht nur in Polen, eben gegen die restaurativen Kräfte, gegen die Wiener Ordnung, also gegen die Ordnung des Wiener Kongresses gerichtet waren. Und
die sich eben als fortschrittlich verstanden, ja? Diese neuen unabhängigen Staaten sich auch vorstellten als Staaten, die demokratisch sein würden und die das Volk beteiligen an der politischen Macht, während die Fremdherrschaft der restaurativen Kräfte eben eine war, die auch als rückständig galt, die Privilegien, die sozusagen von ständischen Überhängen behaftet war, die tradierten Privilegien verteidigte. Das korrespondiert eben auch damit, dass das, was man eben unter Volk, Narod oder Nation oder wie auch immer versteht, dass diese Unterschichten, ja, die eben das Volk bildeten, die Bauern und zunehmend die Arbeiter, dass die eben häufig auch den slawischen Bevölkerungsanteilen zuzurechnen waren. Und dass somit eben auch diese Nationalbewegungen gleichzeitig auf die Unterschichten zielten. Und wenn diese Unterschichten sozusagen politisch beteiligt wurden und emanzipiert wurden, dann war das auch ein Akt des Fortschritts, der Demokratisierung und der Befreiung. Ja? Das ist, wenn Sie so wollen, der utopische Überschuss des Nationalismus aus dem 19. Jahrhundert. Und der polnische Staat musste eben wieder gegründet werden, ja, also der polnische Nationaldichter Mickiewicz hat eben seinen Bürgern beigebracht, dafür zu beten, dass es einen Krieg zwischen den Teilungsmächten geben sollte. Also diese ja, sehr, sehr feste restaurative Ordnung musste eben irgendwie ins Wanken kommen, damit eine solche Staatsgründung überhaupt möglich wurde. Das hat jetzt gleichzeitig ganz viele andere Aspekte, nämlich den, Sie haben das auch schon angesprochen, der Frage, wo die Staatsgrenzen liegen würden, einerseits festgelegt in Versailles und anderen Pariser Vororten mit den Friedensverhandlungen, aber eben im polnischen Fall auch auf dem Wege des Krieges gegen das junge bolschewistische Regime um die Ostgrenze. Und gleichzeitig weist eben diese Staatlichkeit, also einerseits geht es hier um Territorialität, um die Frage, wo diese Staaten sein würden, wie sie zustande kamen, auf welche Art man dafür eintreten konnte, auf diplomatischen, also Diplomatie war auch sehr wichtig im Ersten Weltkrieg, also die Diplomatie der Staatengründer sozusagen der zukünftigen bei den Westmächten, bei der Entente und gleichzeitig weist es eben auf diese ererbten Institutionen. Ja, diese Staatlichkeit kennt eben Institutionen wie die Staatsbürgerschaft, wie den Konstitutionalismus, wie Parteiengründung und so weiter, die hier eben weiterhin gelten, ja, Vereinsrecht und was auch immer dazugehört und wo auch teilweise es gibt dieselben Vereine, es gibt dieselben Parteien vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg und dieselben Leute machen Politik. Ja? Und wie gesagt, das gerät manchmal ein bisschen ins Hintertreffen. Ja? Wie meinen Sie zur Erfahrung? Ja, nee, ja, gut. Also, was man zu Polen sagen kann, aber das führt jetzt eben ja auch sozusagen schon weiter in die Materie. Ist, dass das Besondere an dieser Neugründung des polnischen Staates ja eigentlich das ist, dass es aus dem Territorium dreier unterschiedlicher Imperien zusammengesetzt wird. Und dass das große Problem der ganzen Zwischenkriegszeit und teilweise auch der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Unifizierung ist. Ja? Das heißt, man muss diese Vorgängerinstitutionen, und deswegen fangen Sie wahrscheinlich an dieser Stelle, in irgendeiner Form miteinander in Einklang bringen. Und das schlicht gesagt gelingt das nicht. Ja, und wobei es halt auch das ist besonders deutlich eben mit, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht, obwohl da gibt es ja auch Vorläufer im Zarenreich, der Industrialisierung, der Grad der Alphabetisierung sind völlig unterschiedlich und so weiter. Und im Sozialversicherungswesen, womit ich mich jetzt ein bisschen mehr beschäftige, wird es eben ganz, ganz deutlich, dass man sich einerseits an orientieren muss, sozusagen an den fortschrittlichsten Vorgängerinstitutionen,
andererseits aber das gar nicht füllen kann. Also man kann einfach, die Invalidenversicherung wird dann auf dem Niveau der Habsburger Monarchie und des Deutschen Reichs übernommen, aber letztlich kann man die gar nicht ausbezahlen, weil die Kassen in den östlichen Gebieten nicht voll werden. Also das ist aber sehr, sehr wichtig, sehr interessant und gleichzeitig aber auch sehr wenig erforscht. Aber das sollte man sich vielleicht einfach merken, wenn es um Polen geht, dass es ja also ein riesiges Problem mit der Modernisierung gibt in der Hinsicht. Und ein bisschen ist in letzter Zeit mein Eindruck, dass eben der Nationalismus das auch gewissermaßen verdeckt, diese institutionelle Schwäche und dieses Unvermögen des jungen polnischen Staates, hier tatsächlich die Standards zu vereinheitlichen. Ja, das geht dann auch noch einher mit dem Pilsudski-Putsch 1926, aber das ist jetzt wirklich, da fange ich an, über mein neues Thema zu reden. Die polnische Frauenbewegung, wie auch die anderen europäischen Frauenbewegungen, kennen viele schillernde Figuren. Wir haben es hier in der Regel mit der ersten Generation von Studentinnen zu tun, von denen nicht wenige in der Schweiz studierten, wie ich eben schon gesagt habe. So etwas wie eine eigentlich kleine avantgardistische Gruppe. Denen gehörte auch an führender Stelle Maria Dulembianka an, die eben für unser Thema, also für den Zusammenhang von Nationswerdung und Frauenbestrebungen ein besonders interessantes und schillerndes Beispiel ist. Maria Dulembianka war die einzige Frau mit einer künstlerischen Ausbildung in der polnischen Frauenbewegung und sie lebte mit der älteren Schriftstellerin Maria Konopnicka zusammen, die insbesondere für patriotische Schriften bekannt war. Sie wird auch sehr, sehr oft in diesem Zusammenhang eigentlich genannt. Sie war aber durchaus sehr eigenwillig und hat, das ist jetzt zum Beispiel ein Phänomen innerhalb dieser Habsburger Monarchie, dass Frauen nach der Einführung des allgemeinen Männerstimmrechts in der Habsburger Monarchie 1907, ja, beziehungsweise in Cisleithanien, also nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich, gab es ja verschiedene Verfassungsstaatlichkeiten und verschiedene Verfassungen in diesseits und jenseits der Leiter, also in Österreich und Ungarn, Transleithanien und Cisleithanien. Und nach der Einführung des allgemeinen Stimmrechts eben in der österreichischen Reichshälfte haben Frauen als Protest dagegen, dass sie eigentlich aus unterschiedlichen, es gab unterschiedliche Zusammenhänge innerhalb der Habsburger Monarchie, in denen Frauen eben im Sinne des Zensus und Klassenstimmrechts für die Landtage beispielsweise doch stimmberechtigt waren. Und diese ausdrückliche, und das heißt, es gab sozusagen immer in der Habsburger Monarchie besonders deutlich dieses Zusammendenken von Männerstimmrecht und Frauenstimmrecht. In der Habsburger Monarchie, also besonders in Österreich, führte das auch zu einem Streit oder eigentlich zum Auseinanderbrechen der sozialistischen und der bürgerlichen Frauenbewegung, weil die Sozialisten auf jeden Fall zuerst das Männerstimmrecht durchsetzen wollten. Und eben sagten, wenn dann eben die Genossen auch stimmberechtigt sein würden, dann könnte man ja die Frauen problemlos mit ins Boot setzen, aber gleichzeitig sozusagen die Arbeiter für die Partizipation der Arbeiter zu streiten und für die Partizipation der Frauen, das würde eben eine zu hohe Forderung sein. So. Und in diesem Kontext haben eben Frauen für die Landtage kandidiert, wo sie formal oder wo man eben vergessen hatte, expressis verbis Frauen vom passiven Stimmrecht auszuschließen. Und das passierte sowohl in Polen als auch in Böhmen. Und die polnische Kandidatin war eben diese Maria Dulembianka. Und sie hat, es gibt hier dieses schöne Zitat aus ihrer Schrift, das ist
von 1908, Entschuldigung, das ist falsch auf der Folie, der politische Standpunkt der Frauen, auf dem sie das eben darlegt, dass gewissermaßen die Frauenemanzipation immer mit diesem Fokus auf den nationalen Gedanken formuliert werden musste. Während die Frauen innig wünschten, für ihre Gesellschaft zu arbeiten, stellten sie sich angesichts der später entstehenden Furcht, ob die getane Arbeit genügend national sei, vorher nicht immer und unvollendet die Frage, was zu tun sei, was zu tun ist. Von Zeit zu Zeit kann man auf unterschiedlichen Versammlungen, übrigens solchen von vertraulichster Natur, derartige nationale Verlegenheiten antreffen. Ja. Das heißt, ja, dass der Kampf für Frauenrechte eben auf jeden Fall als ein nationaler Kampf dargestellt werden sollte. Und was jetzt besonders, also obwohl sie hier sozusagen sehr früh, sehr kritisch damit umgeht, war es dann paradoxerweise so, dass sie im Ersten Weltkrieg quasi Sozialarbeit geleistet hat, also Armenverpflegung und so weiter, und sich dabei mit Typhus infiziert hat und dann daran gestorben ist. Und in den Frauenjournalen hieß es dann eben, ja, Maria Dulembianka ist auf den Posten gefallen, sie ist ja eine Patriotin und einen schöneren Tod kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja? Also da sieht man vielleicht, wie stark dieser nationale Gedanke in dem Zusammenhang ist. Die tschechische Kandidatin war in Mladá Boleslav, die Schriftstellerin Božena Vítková Konietická, die tatsächlich 1912 in dieser kleinen böhmischen Stadt 96% der Stimmen erhielt, aber die Wahl wurde hinterher annulliert. Und also hier war es eben dann auch, warum ich das jetzt wieder nenne, das ist eben in der tschechischen Nationalbewegung und in der tschechischen Frauenbewegung auch so oft erzählt worden, dass man daran eben sieht, wie fortschrittlich die Tschechen sind und dass die Tschechen die wahren Frauenfreunde sind. Ja? Und das, also, dass die, also das heißt, es gab innerhalb der Monarchie koordinierte Aktionen für das Frauenstimmrecht, die aber national kodiert waren. Und das stellt eben die Frage nach den Bedingungen der Einführung des allgemeinen Stimmrechts ohne Unterschied des Geschlechts. Es gibt also das Land, das in Europa als erstes das Frauenstimmrecht einführte, war Finnland, 1906. Und deswegen ist auch 2006 dieser Katalog erschienen und diese Ausstellung in Bonn im Frauenmuseum, das ist dann noch geblieben nach der deutschen Vereinigung, entstanden. Mit Macht zur Wahl, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa. Und wenn man sich jetzt eben hier diese Liste anschaut, kann man das sehen, dann kommt man zu einem vielleicht zunächst verblüffenden Ergebnis, ja? Nämlich Finnland. Finnland ist das erste Land, das das Frauenstimmrecht einführt. Polen, Deutschland, Österreich und auch die Tschechoslowakei sind hier in der Mitte. Zu der Tschechoslowakei gibt es hier keinen Beitrag. Ungarn 1945, also nach unterschiedlichen, es gab, ist das Frauenstimmrecht eingeführt worden, von der Republik dann wieder zurückgenommen worden und so weiter. Und eben am Schluss hier die Schweiz und Liechtenstein. Das ist vielleicht zunächst, wenn wir an Fortschrittlichkeit und Modernisierung denken, würden wir vielleicht irgendwie aufgrund unseres Wissens, das wir so normalerweise haben, ein anderes Ranking machen, ja? Also wir würden sagen, Frankreich, Großbritannien, keine Ahnung, ja, da irgendwo und dann vielleicht die Schweiz und hinten dran irgendwo Jugoslawien und Portugal oder so. Ja. Und Osteuropa auch kurz davor oder danach. Also das heißt, das schreibt geradezu nach einer Erklärung. Ja. Finnland hat eben im Zuge der ersten russischen Revolution, und das war auch eine Initialzündung in ganz Europa, für das Frauenstimmrecht, hier das Frauenstimmrecht erhalten, zusammen mit der Autonomie, ja? Also der Autonomie vom Zarenreich. Und was man eben feststellen kann, ist, dass diese Staaten, die spätes Stimmrecht eingeführt haben, über sehr, sehr lange Traditionen von, also lange demokratische Traditionen verfügten, die jedoch
mit einer ausgeprägten sozialen Hierarchie hinterlegt waren. Das heißt, es gab hier Privilegien. Großbritannien ist eigentlich das allerbeste Beispiel, dass sie auf der einen Seite diese Glorious Revolution haben und auf der anderen Seite aber nur ganz bestimmte Leute, ja, nur, oder die Menschen, nur ganz bestimmte Leute Politik machen konnten oder aber zu unterschiedlichen Anteilen an der Politik partizipierten. Und das heißt, dass es hier eben auch Privilegien zu verteidigen gab. Und das heißt, dass es hier bereits mächtige, ja, gut ausgestattete gewissermaßen Oberschichten, bürgerliche Oberschichten gab, die eben hier ihre Privilegien verteidigten, eben gleichermaßen gegen die Unterschichten wie auch gegen das Begehr von Frauen. Und was man eben feststellen kann, das ist die entscheidende Theorie hierzu, die übrigens nach Birgitta Bardath-Zahr, aber man findet es auch sehr schön zusammengefasst in Gisela Bochs Buch Frauen in der europäischen Geschichte, dass es eben diese Interdependenz von sozialer Hierarchie und weiblicher Partizipation ist, die uns eben diese Liste, die ich Ihnen eben gezeigt habe, erklärt. Ja? Das heißt, da, wo die sozialen Hierarchien besonders flach sind, sind die Chancen für Frauen, politisch zu partizipieren, besonders hoch. Und das ist jetzt eben, Finnland ist dafür wirklich das Paradebeispiel. Ja? Mit ausgeprägten Unterschichten, mit relativ großer sozialer Homogenität, mit einer relativ großen Beteiligung der Sozialdemokraten an der Politik, mit einer Tradition weiblicher Partizipation. Übrigens wichtig in dem Zusammenhang auch der Abolitionismus. Also das findet sich auch relativ häufig, dass die Frauenbewegung eben in dieser Anti-Alkohol-Bewegung mit aktiv waren. Und das ist sozusagen das eine Modell. Finnland und Norwegen als die Länder, in denen Frauen schon vor dem Ersten Weltkrieg das Stimmrecht bekamen, im Rahmen der Etablierung des allgemeinen Stimmrechts. Und hier ist sozusagen die Zeit zwischen der Einführung des Männerstimmrechts und der Einführung des Frauenstimmrechts, entweder ist es gleichzeitig oder sie ist besonders kurz. Ja? Während man in Frankreich hier eben, gibt es das allgemeine Männerstimmrecht? Nicht seit der Französischen Revolution, aber eben doch, glaube ich, ungefähr, ich glaube seit 1848. Also in Frankreich verstreichen 100 Jahre. Ja? In Finnland verstreicht nicht ein Jahr. Zwischen, dass alle Männer mit der gleichen Stimme wählen dürfen und dass Frauen auch wählen dürfen. Dabei ist sozusagen die Wertschätzung von Frauen in den Nationsbildungsprozessen und bei den Autonomiebestrebungen auch ausschlaggebend. Das heißt, man ist gar nicht darauf gekommen, Frauen in diesem Moment auszuschließen. Und diejenigen, die in dem Moment an die Macht kamen, haben auch vorher diese Macht formal nicht ausgeübt. Ja, das heißt, es gibt also sozusagen stößen diese Bewegungen in ein Vakuum. Ganz im Gegensatz eben zu den Nationen mit tradierten Männerprivilegien, wie zum Beispiel die Schweiz und Liechtenstein oder autoritären Tendenzen wie Ungarn in der Zwischenkriegszeit, die das Frauenstimmrecht eben erst sehr spät etabliert haben. Und in der Schweiz und der Liechtenstein ist eben unschwer, dass das Prinzip der direkten Demokratie hierfür auszumachen, also weil es nämlich die Männer waren, die über die Einführung des Frauenstimmrechts abstimmen mussten. Also das ist dann eben nochmal eine Besonderheit. Und in Liechtenstein hat das tatsächlich erst auf Druck des Europarats funktioniert. Also diese beiden Länder sind im Europarat, auch wenn sie nicht in der Europäischen Union sind. Und das war in dem Moment wichtig. Dann gibt es eben diese bürgerlichen Nationalgesellschaften wie Frankreich und Großbritannien, mit denen sich die Forschung in der Regel mehr beschäftigt und wo man wahrscheinlich auch gibt es ja jetzt auch wieder diese Heroisierung sozusagen des Kampfes um Frauenrechte, dieses Words, Not Deeds, heißt ja, glaube ich, auch vor ein paar Jahren ist ein britischer Film rausgekommen, der sich eben beschäftigt mit diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen, regelrecht gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Suffragetten und der Staatsmacht.
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also diese bürgerlichen Nationalgesellschaften wie Frankreich, Großbritannien, wo es die harten Kämpfe um das Frauenstimmrecht ging und die Verwehrung eben des Frauenstimmrechts mit Verweis auf die Geschlechterrollen passierte. Das heißt, es ist eigentlich in dem Moment, wo Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit proklamiert wird, wird eben auch sehr viel Energie darauf verwendet, zu erklären, warum Frauen anders sind. Warum, ja, und warum, und komplementäre Geschlechterrollenbilder zu entwerfen, die eben unbedingt zu dieser bürgerlichen Geschlechterordnung, aber eben auch zu der bürgerlichen staatspolitischen Verfassung dazugehören. Ja? Das heißt, das ist nicht so, dass es irgendwie ein peripheres oder privates Problem ist, sondern dass unmittelbar Wirtschaft und Politik eben hier mit diesen komplementären Rollen agieren. Wichtig in dem Zusammenhang auch das allgemeine, die allgemeine Wehrpflicht, die auch in den Revolutionsheeren, in den französischen, ja zuerst eingeführt wird. Das heißt, der Verweis auf die Bereitschaft des Mannes oder auch die Pflicht der Männer, eines jeden Mannes, auf dem Schlachtfeld das Leben herzugeben eben etwas, diese Idee des Bürgers in Uniform, ja, die Frauen nicht einbegriffen sind, weil Frauen zur Wehrpflicht nicht hinzugezogen werden. Und hier gibt es eben dann auch viel Bemühungen, da entsprechende Analogien zu finden, warum Frauen eben doch im gleichen Maße patriotisch und opferbereit sind. Und es wird sie wenig wundern, dass man das Wochenbett eben hier an erster Stelle eben immer gerne anführte, dass ja doch auch eine im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine blutige und oftmals tödliche Angelegenheit darstellte, das Gebären von Kindern. Und dann gibt es eben die Nationen, für die wir uns hier interessieren, ohne eigenen Staat, in denen das allgemeine Stimmrecht für Männer und Frauen mit der nationalen Unabhängigkeit errungen wurde, eben insbesondere nach dem Zerfall der Großreiche. Und hier entsteht gewissermaßen eben auch ein Machtvakuum, in die dann diese nationalen Bewegungen hineinsteigen und hier eben sozusagen dem Anschein nach auch Männer und Frauen Hand in Hand. Und hier gibt es eben auch komplementäre Geschlechterrollen, aber die werden nicht benutzt gewissermaßen, um Frauen von der Partizipation auszuschließen, sondern vielmehr wird die große Bedeutung von Frauen in diesen nationalen Bewegungen, in den Kämpfen um den Erhalt der Muttersprache, um den Erhalt der polnischen Sitten und Gebräuche und so weiter betont. So. 10 Minuten? Gut. Gut, dann machen wir hier weiter. Also wenn Sie jetzt gucken auf diesen spezifischen Moment von 1918-19 und die Staatsgründung, können Sie eben im polnischen und im tschechischen Falle gleichermaßen feststellen, dass mit der Proklamierung eines unabhängigen Staates das Frauenstimmrecht mitproklamiert wird und dass in den Verfassungen, die von den verfassungsgebenden Versammlungen ausgearbeitet werden, das Frauenstimmrecht implementiert ist im Sinne einer allgemeinen Gleichberechtigung aller Bürger. Zu sehen ist das hier zum Beispiel in dieser Washingtoner Deklaration vom 18. Oktober 1918 des tschechoslowakischen Nationalrates. Das ist sogar im Original auf Englisch, wo man eben auch jetzt diesen Konnex zwischen Republik und Gleichberechtigung herauslesen kann. The Czechoslovak state shall be a republic, and in constant endeavor for progress it will guarantee complete freedom of conscience, religion and science, literature and art, speech, the press and the right of assembly and petition. The church shall be separated from the state. Our democracy shall rest on universal suffrage. Women shall be placed on an equal footing with men politically, socially and culturally. The rights of the minority shall be self-graded by a proportional representation.
National Minorities Shall Enjoy Equal Rights. Also hier sieht man eben auch dann nochmal diesen Zusammenhang einerseits von Demokratisierung und weiblicher Partizipation und andererseits eben auch dieser verschiedenen Stränge der Gleichberechtigung, nämlich die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und die Gleichberechtigung von Angehörigen der nationalen Minderheiten und der nationalen Mehrheiten. Das wird sozusagen mit dieser Zwischenkriegsordnung eigentlich auch als ein Status definiert, national und international. Aber das werden Ihnen die anderen dann erzählen. Also in der Tschechoslowakei wird im November 1918 erließ die Nationalversammlung im November 1918 eine provisorische Verfassung. Und in dieser wurde auch das allgemeine gleiche Stimmrecht für Männer und Frauen festgelegt. Und die endgültige Verfassung ist tatsächlich vom 29. Februar 1920 und proklamierte das Stimmrecht ohne Unterschied des Geschlechts in Paragraph 9. 1920 waren die ersten Parlamentswahlen und das Frauenstimmrecht war im Kontext der nationalen Emanzipation nicht mehr strittig. Also was und also aber ja, die Probleme mit den Minderheiten, gut, wie gesagt, das sagen Ihnen die anderen. Also an dieser Nationalversammlung waren die nationalen Minderheiten nicht beteiligt an der provisorischen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und hier sehen Sie eben auch, wenn Sie sich diese Präambeln angucken, das kann ich übrigens sehr empfehlen, dieses Werk, die Verfassung in Europa, eine sehr gut gemachte Quellenedition. Also es geht um die vollkommene Einheit des Volkes, um eine gerechte Ordnung, die in der Republik eingeführt werden soll, um eine ruhige Entwicklung der tschechoslowakischen Heimat, das allgemeine Wohl aller Bürger zu fördern und die Segnungen der Freiheit den künftigen Geschlechtern sicherzustellen. Also in unserer Narodni Shromadzhenie ist die Nationalversammlung, wird eben diese Verfassung angenommen und das ist eben der sozusagen der weitere Geist, in den diese Gleichberechtigung von Mann und Frau eingefügt wird. Also hier ein alle Bürger umfassendes, gerechtes, modernes gewissermaßen Staatswesen, das hier mit dieser Präambel proklamiert wird. Das Frauenstimmrecht in Polen. Am 26. Januar 1919 wurde im ehemaligen Königreich Polen und in den in Westgalizien Wahlen zur Verfassung eben eine Versammlung abgehalten. In den westlichen Gebieten war das aufgrund der Kriegseinwirkungen und weil die Grenzen nicht festgelegt waren, nicht möglich. Dass Frauen dabei stimmberechtigt waren, war wenigstens zum Teil eben auch als Erfolg der Frauenbewegung zu betrachten. Und zum anderen eben den allgemeinen politischen Ereignissen zu verdanken. Also dem Erfolg der Frauenbewegung auch mit dieser Tagung, die sie eben organisiert hatten in Warschau, wo sie eben tatsächlich ein Aktionskomitee benannt hatten, das für dieses Frauenstimmrecht wirken sollte, die zum Beispiel bei dem Gründungspräsidenten Pilsudski dann in dieser Angelegenheit vorgesprochen haben. Und die Verfassung von 1921 erkennt in Artikel 12 das aktive und passive Stimmrecht ohne Unterschied des Geschlechts an. In Polen steht es jetzt in einem etwas anderen, nicht so sehr zukunftsgerichteten und auch nicht so stark säkulären Zusammenhang. Wenn man sich die eben hier auch die Präambel der Verfassung anschaut, dann beginnt sie eben mit den Worten im Namen Gottes des Allmächtigen. Wir, das polnische Volk, danken der Vorsehung für die Befreiung aus 1,5-jähriger Knechtschaft und gedenken mit Dankbarkeit des Mutes und der in opferbereitem Kampf eroberten Ausdauer unserer Vorfahren, die ihre besten Kräfte ohne Unterlass der Sache der Unabhängigkeit weihten. Anknüpfend an die glänzende Überlieferung der unvergesslichen Konstitution des 3. Mai 1793,
das Wohl des ganzen gereinigten und unabhängigen Vaterlandes vor Augen und vom Wunsche beseelt, seine unabhängige Existenz, Macht und Sicherheit sowie die gesellschaftliche Organisation nach den ewigen Grundsätzen des Rechts und der Freiheit zu befestigen und zugleich die Entwicklung aller seiner moralischen und materiellen Kräfte zum Wohle der gesamten wiederauferstehenden Bevölkerung zu gewährleisten, Gleichheit, Achtung der Arbeit, gehörige Gesetze und den besonderen Schutz des Staates allen Bürgern der Republik zu sichern. So haben wir hiermit. Das heißt, angespielt wird hier einerseits eben auf den fortwährenden Befreiungskampf, ja, auf die Wiederauferstehung Polens, auf die fortschrittliche Tradition eben dieser Verfassung des 3. Mai. Müssen Sie nachschauen. Also die nach der ersten Teilung Polens verabschiedet wurde, also ein Reformwerk darstellte, das gegen die Teilung aufhalten sollte. Und gleichzeitig haben Sie aber hier mit der allgemeinen Gleichheit, der Achtung der Arbeit und gehörige Gesetze, haben Sie eben auch diesen Teil darin, der auf das abzielt, was uns hier interessiert, nämlich Modernisierung, Gleichheit und so weiter. Ja. Das Frauenstimmrecht steht also im Zusammenhang mit dieser nationalen Befreiung. Und was ich eben an diesen beiden Plakaten sehr schön finde, ist, dass sie eigentlich genau die gleiche Bildsprache bedienen, ja, nämlich die Befreiung der Frau in Analogie zur Sklavenbefreiung setzen. Mit diesem Bild der aufgehenden Sonne als die Zukunft der Menschheit und eben gleichzeitig den zerrissenen Ketten, wobei eben hier die Polin auf dem Stimmrechtsplakat von 1907 so stärker bäuerlich rüberkommt, ja, während auf dem Titelblatt der österreichischen Zeitschrift für Frauenstimmrecht sie eben hier ganz im Sinne dieses Wiener ist das Sezession, also dieses entsprechenden Kunststils gehalten ist und hier eben sozusagen anspruchsvoller ornamentiert ist und so weiter und stärkere Symbolik noch aufweist. Wir müssen jetzt gar nicht mit den Vögeln beschäftigen, wir uns nicht. Ja? Gut, das Frauenstimmrecht und das allgemeine Männerstimmrecht habe ich ja mehrfach angedeutet, zielt eben unmittelbar auf diese Frage nach der sozialen Hierarchie und dem Verhältnis zu anderen Emanzipationsbewegungen, dem Konnex auch zwischen nationaler und sozialer Frage. In diesem Zusammenhang eben auch auf das Verhältnis von bürgerlichen und sozialistischen Frauenbewegungen. Entschuldigung. In der Logik der nationalen Bewegungen ist es eben so, dass 1918-19 einen Neubeginn in Abgrenzung von den Vorgängerregimen darstellt. Das heißt, die restaurativen Kräfte galten, wie schon gesagt, als emanzipationspolitisch rückständig und Fortschritt im Sinne einer umfassenden Demokratisierung war daher nur im Zuge einer allgemeinen Befreiung aus dieser Fremdherrschaft denkbar. Korrespondierte auch eben damit, dass die Männer der eigenen Nation, ja, die Tschechen, die Slowaken, die Polen, weniger Privilegien besaßen, obwohl sie natürlich Teil hatten am Wiener Reichsrat und so weiter. Ja. Das heißt, Frauen wurden eben eingebunden in dieses nationale Befreiungsprojekt. Man wies ihnen aber dabei auch eine besondere Rolle zu, nämlich die Pflege der Sprache, der Kultur und der Sitten. Es gab eben auch vielleicht stärker als in anderen europäischen Regionen dieses weibliche patriotische Vorbild, ja, also sozusagen heroische Muster, die auch sich auf, in die auch Frauen mit einbegriffen worden sein konnten als Vorkämpferinnen und wichtig waren auch durchaus männliche Vorkämpfer als Vorboten des Fortschritts. Hier hat sich besonders auch etabliert als Figur der tschechoslowakische Gründungspräsident Tomáš Masaryk, der eben sehr früh für weibliche Gleichberechtigung gestritten hat.
übrigens auch im Zusammenhang mit einer sehr, sehr ausgeprägten Orientierung an dem, was man damals Sittlichkeitsfrage nannte. Also den Frauen eine höhere Sittlichkeit bescheinigt hat, also weniger Trunksucht und so weiter. Das heißt, wenn es um Frauenstimmrecht und soziale Gleichheit geht, dann sieht man eben, dass hier es einerseits um die Partizipation des weiblichen Geschlechts geht, dass aber Frauen andererseits genauso wie Männer eben nicht in gleichem Maße gleich sind, ne, sondern dass es unterschiedliche Differenzkriterien gibt, die hier miteinander verhandelt werden müssen. In der Soziologie nennt man das auch Intersektionalität. Ich habe das nicht wiedergefunden im Internet und ich finde es aber total spannend. Ja? Das sind diese Grafiken, die auf den Pariser Märkten kursiert sind, zur Zeit der Französischen Revolution, die eben den Wandel von der Stände zur bürgerlichen Gesellschaft zeigen. Und in den Schulbüchern, ja, und eben auch heute im Internet findet man immer diese männliche Variante. Ja? Das heißt, die männliche Variante, wo hier eben der Bauer unterdrückt ist und der Edelmann und der Bürger ihn unterdrücken. Und das Gleiche sehen Sie eben hier für die Frauen. Ja? Das ist sozusagen der Zustand, der überwunden wird. Und hier sehen Sie eben die männliche Variante von, ich wusste es ja, dass wir auch noch an die Reihe kommen. Ja? Also hier ist der Bauer derjenige, der den anderen überlegen ist. Und in der weiblichen Variante ist es jetzt eben auch die Adlige, die leidet. Ja? Das heißt, ich finde, wenn man sich diese Bilder nochmal anguckt, ist eigentlich ganz klar, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass diese gesellschaftliche Pyramide männliche und weibliche Bevölkerungsanteile hat und dass die soziale Gleichheit und die Gleichberechtigung der Frauen in einem spannungsreichen Verhältnis stehen, das ich eben hier versucht habe, für die Region Ostmitteleuropa aufzuzeigen. In der Forschung ist es heute unbestritten, dass die Modernisierungsimpulse auch auf die Vorgängerregime zurückgingen, also etwa ne, die, auch die, der, die in der, innerhalb der Habsburger Monarchie die Kämpfe um das Frauenstimmrecht, Institutionen wie die Staatsbürgerschaft, der Parlamentarismus und das Stimmrecht. Das Frauenstimmrecht ist aber eben auch der Erosion tradierter Hierarchien zu verdanken und der Tatsache, dass die Nationen bzw. das, was man mit Volk assoziierte, häufig mit den ebenfalls benachteiligten Unterschichten zusammengedacht wurde. Und das war sozusagen das nationale partizipatorische Projekt. 1918-19 ist auch im Kontext der Versailler Ordnung ein Aufbruch hinsichtlich einer umfassenden Modernisierung und Demokratisierung. Und das stiftet eben in diesem speziellen Moment eine Tradition einer vergleichbaren frühen Gleichberechtigung von Frauen im Kontext der Nationalbewegung und der Nationalstaatsgründung. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Stegmann, für diesen Vortrag, der, finde ich, sehr schön gezeigt hat, eben wie das die Nationalbewegungen eben mit diesen Emanzipationsbewegungen anderer Art zusammenhängen. Wir haben Zeit für Fragen. Ich habe ein Mikrofon, melden Sie sich und ich gebe es rum. Nochmal dasselbe. Aber die dritte Frage dürfen Sie nicht auch stellen. Angesichts der Erfahrungen der Schweiz, dass ja das Stimmrecht alleine noch nicht wirklich die Beteiligung gebracht hat, kommt mir sofort auch hier die Anschlussfrage, wie ging es weiter? Ist das auch erforscht? Sind die Frauen auch gewählt worden? Haben die Frauen auch die Frauen gewählt? Also mit dieser Frage habe ich natürlich gerechnet. Deswegen habe ich auch mein Buch nochmal mitgenommen. Also es ist so, dass insgesamt sehr, sehr große Erwartungen an das Stimmrecht gerichtet worden sind, also insbesondere von den Frauenbewegungen. Und zwar noch nicht mal deswegen, weil es um die Zahlen der Partizipation an den Parlamenten ging. Also zwischen unter einem und um die 5% weiblicher Abgeordneter gab es beispielsweise im polnischen Sejm in der Zwischenkriegszeit.
es gab auch in der Tschechoslowakei irgendwie eine ziemliche, aber nein, genau, und was wichtiger aber ist, was wichtiger ist, ist, dass immer diese Vorstellung damit verbunden war und deswegen auch dieser Differenzfeminismus, ja. Man hat immer betont, Frauen müssten gleichberechtigt sein, weil sie eben andere Interessen als Männer haben, ja, und weil sie anders Politik machen würden und weil, und man hat eben damit sozusagen auch verbunden, dass die Welt besser werden würde. Anders kann man das nicht ausdrücken. Ja? Und, aber eben auch, dass man wesentliche Neuerungen durchsetzen würde, insbesondere im zivilrechtlichen Bereich. Also Stichworte wie Erbschaftsrecht, Scheidungsrecht, Rechte unehelicher Kinder. Ja, also der, unter anderem auch die Ausübung von bestimmten Berufen und so weiter, ja. Daran hat es im Grunde genommen am meisten gehapert. Und das hat unglaublich lange gedauert, weil diese Institutionen total träge sind. Und das, würde ich sagen, war fast noch die größere Enttäuschung. Ja? Das ist da, wo es sozusagen dieser Konnex sozusagen zwischen der Sklaverei in der Ehe und der politischen Nichtbeteiligung, der war so stark in den Schriften der Frauen im 19. Jahrhundert. Ja? Und das ist aber sozusagen in der Hinsicht überhaupt nicht zurückgewirkt hat. Ich glaube, das war sozusagen die größte Enttäuschung. Und auch haben es diese Frauenbewegungen nicht geschafft, eine gescheite Traditionsfolge irgendwie. Also die haben sozusagen keine Töchter gehabt, wenn sie so wollen. Ja? Diese Bewegungen sind dann, also es gab zwar irgendwie zwischen, es gab auch jüngere, aber sehr viel vereinzelter. Das war eigentlich das Phänomen einer Generation, dieser ersten, ja, Studentin, würde ich sagen. Ich habe eine Anschlussfrage, die ein bisschen darüber hinausgeht, aber ich fand den Punkt auch ganz wichtig, den Sie angesprochen haben, eben diese starke Verbindung von Frauen mit Sittlichkeitsbestrebungen, Antialkoholismus, Wohlfahrtsvereine und so weiter, den es ja auch im Westen gab. Mhm. Und wie hat sich das dann nach der politischen Emanzipation eigentlich ausgewirkt? Also haben Frauen gerade eben im Bereich Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit in diesen Ländern dann auch stärker Einfluss nehmen können? Haben sie eine entscheidende Rolle gespielt, auch eben diese Sozialdiskurse und sozialen Praktiken und Sozialpolitik zu beeinflussen? Also ja, wenn Frauen in den Ministerien waren, dann in den Sozialministerien. Ein ganz prominentes Beispiel ist die Minna Seppinen, glaube ich, die war wahnsinnig lange im finnischen Parlament und auch die erste Ministerin eben. Und das war, wo haben Sie noch, ja, was war das Erste, was Sie gesagt hatten? Eben diese, mich interessiert eben gerade, wie so in Polen, Tschechoslowakei, ob die diese Sittlichkeitsbestrebung oder wie soll ich sagen, ja. Lebensreform und Lebenswandel, Verbesserungen, dieser ganze Komplex, ob der auch stark von Frauen getragen wurde und ob diese politischen, ja, Rechte ihnen auch geholfen haben, eigentlich in der Zwischenkriegszeit mehr Einfluss zu nehmen. Ja, das war, nee, genau, der Punkt mit der Sittlichkeit, das ist vielleicht noch wichtig. Also das ist bei diesen Sittlichkeitsbestrebungen ging es eben auch, das hatte unmittelbar etwas auch zu tun mit dem Fortschritt an medizinischem Wissen. Es war unmittelbar auch das eben auch international verhandelt wurde, dieses medizinische Wissen. Und es ging zum Beispiel in dem Zusammenhang um die Abschaffung der reglementierten Prostitution, die seit Napoleon, mit dem Code Napoleon, nach Warschau sogar gekommen ist. Ja. Also das heißt, der Bestrebung der Eindämmung von Geschlechtskrankheiten, indem man die Prostituierten regelmäßig untersuchte. Ja. Im Ersten Weltkrieg übrigens, also mit der Syphilis ist es auch, wahnsinnige Verbreitungszahlen von Syphilis. Also all diese Dinge spielten da eine Rolle in dieser Sittlichkeitsbewegung. Und all diese Dinge wurden auch von der Frauenbewegung weiterhin in der Zwischenkriegszeit, und dazu gehört auch eben die Bekämpfung von Mädchenhandel. Ja? Frauen- und Mädchenhandel, die wurden weiterhin, standen die auf der Agenda. Und zwar interessanterweise eben auch gerade bei den internationalen Organisationen. Jetzt komme ich doch noch in die Schweiz, ja, zurück zu meinem jetzigen Thema, weil diese internationalen Organisationen ja hier sind seit 100 Jahren. Und weil die vielleicht auf dieser internationalen Ebene
die Erfolge der Frauenbewegung besonders groß sind, weil sie es geschafft haben, sich eben bei der International Labour Organization, bei der Weltgesundheitsorganisation und all diesen, ja, diese Frauenfrage sozusagen auf die Agenda zu setzen. Und gerade bei diesen Themen, ja, Gesundheitsfürsorge, Mutterschutz, der Schutz von Arbeiterinnen, wie nennt sich das jetzt? Mutterschutz, ja, also wenn nach der Geburt, ne? So, Verbot von Nachtarbeit von Frauen und all diese Dinge, die werden eben auch dann international durchgesetzt. Also so was ja. Eben im Sozialen. Im Sozialen, eher, auch im Medizinischen. Aber wenn es wirklich dann ums eben ums Zivilrechtliche geht, wenn es ums Geld geht, sage ich jetzt mal, also auch mit Erbrecht und so weiter, da greift es zu kurz. Da kommt man noch nicht weiter in den. Ja, und es funktioniert sozusagen in diesen internationalen Wissensgemeinschaften. Man spricht in diesen internationalen Organisationen, von denen spricht man auch als Epistemic Communities, also Wissensgemeinschaften. Und da steht das auf der Agenda, aber wenn es sozusagen vermittelt werden soll in das Familienleben, in den beruflichen Alltag und so weiter, da wird es da geht es auch um Institutionen, die schon länger da sind, die viel träger sind, die nicht neu geschaffen werden, ja? Und es fasst vielleicht diesen Moment aus auch, ja? Es gibt diesen Neubeginn und es gibt diesen Überhang. Ja, alles. Weitere Fragen? Ja, eine ganz kurze Abschlussfrage habe ich noch nicht. Gab es denn gar keinen Widerspruch gegen dieses, gegen die universelle Einführung des Frauenstimmrechts in Polen und in der Tschechoslowakei? War man da so im nationalen Eifer eigentlich am Ende des Ersten Weltkriegs und dieser nationalen Wiedergeburt, dass es gar keine oppositionellen Stimmen gab? Weil das finde ich doch immer wieder recht erstaunlich. Also die Sozialisten waren ja sowieso eigentlich, also zwar waren die Sozialdemokraten waren für diese Reihenfolge in der Habsburger Monarchie, aber die internationale, also eigentlich hatten die Sozialisten und sozialdemokratischen Parteien das Stimmrecht auch international ab, ich glaube, 1907 oder 8 auf ihrer Agenda. Ja? Die liberalen und fortschrittlichen Kräfte, die waren hier sowieso sozusagen auf der Seite der Frauen. Und die Konservativen, die haben jetzt eben die Gunst der Stunde gewittert, weil nämlich, das ist auch noch ein besonderes Paradoxum, man eben davon ausgegangen ist, dass die Frauen stärker konservative Parteien wählen würden. Ja? Das heißt, sie haben eben jetzt in den Frauen ganz einfach Wahlvolk erblickt. Und deswegen waren sie dann auch dafür. Ja? Alles klar. Gut. ein pragmatischer Schluss. Aber ja, glaube ich auch ein guter Punkt zum Nachdenken, eben wie viele Faktoren hier eigentlich mitgespielt haben und sich in einem Moment so getroffen haben, dass das alles möglich war. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich Ihnen allen herzlich danken fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann geht es um Rumänien, auch ein spannendes Beispiel eines neuen Staates nach dem Ersten Weltkrieg. Danke nochmal ganz herzlich an die Referentin und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.